Deutschland ist, wie man weiß, ein Land, das den freien Handel mit der ganzen Welt sehr schätzt. Und ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass wir solche Abkommen brauchen, weil sie geostrategisch eine große Bedeutung haben. Es kann ja nicht sein, dass wir uns auf der einen Seite unserer Zeitung darüber beklagen, dass der Einfluss bestimmter Länder zunimmt und der Europas abnimmt, auf der anderen Seite keine Wege finden, eben über gute Zusammenarbeitsformen, auch in wirtschaftlichen Beziehungen, die ökonomischen Wachstumsperspektiven unseres Kontinents zu verbessern. Die Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten sind jetzt schon 20 Jahre im Gange. Dass man da das Gefühl hat, sie sollten mal fertig werden und das auch wünscht, ist, glaube ich, nicht so erstaunlich.